Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast. Ja, und auch heute wieder der gute alte Tomate dabei. Wir schauen 9,5 vom WDR, richtig? Genau, das 9,5 muss man dazu sagen, das ist WDR Kinder, also so ein Kinderformat. Das sollte man jetzt so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, und es geht um das Thema Leben mit Übergewicht. Also der Artikel heißt Zu schwer oder die Doku. Geht 10 Minuten, ja, und bin gespannt. Also vor allem, naja, wie gesagt, es geht halt an Kinder. Also das Thema Gesundheit ist ja für Kinder schon wichtig. Also, und beim Thema Übergewicht geht es halt dann auch um Gesundheit. Also, mich würde es jetzt doch hier sehr ärgern, und ich vermute fast, dass es in die Richtung geht, dass Übergewicht hier so ein bisschen schön geredet wird, wisst ihr? Ach so, dass es nicht dahin geht, ihr müsst gesünder essen, sondern Wir müssen die mehr es ist akzeptieren, die Übergewichtigen, wir dürfen die nicht Fat mobbing und Acceptance, ja. Oh genau, Gott, und oh wir haben Gott. böse Vorurteile gegen die und so weiter. Und das ahne ich, dass das eher in diese Richtung geht. Also da werden dann wahrscheinlich so typische Sprüche kommen, ja, nur weil man dick ist, heißt es ja nicht, dass man unsportlich ist und solche Sachen. Weil wenn ich hier schon das Titelbild von der Doku sehe, also zumindest auf dem kinderwdr.de Kanal, da ist halt ein dicker Typ abgebildet, der einen Fußball tritt. Stimmt, ich habe mal gerade mal genau geschaut, ja. Ja. Der schießt auf eine Waage. Und der schießt auf eine Waage, also sehr interessant, genau. Okay, schauen wir mal rein, ne? Jo, bitte. Viel Wie Spaß. mich ausgelacht, wie ich aussah. Ich habe dann Frustessen gemacht. Die Leute, die sehen ja deinen Weg nicht. Die sehen dich ja, du bist dick. Dann war's das. Bei uns geht es heute um Übergewicht und darum, dass es gar nicht cool ist, Menschen dafür zu mobben. Ich bin in Bremen unterwegs. In den Geschäften und auf den Werbeplakaten scheint Übergewicht überhaupt kein Thema zu sein. Ich sehe ausschließlich schlanke Models und Schaufensterpuppen. Dabei ist die Hälfte der Menschen. Ah. Da muss ich jetzt schon Es geht so schon haben. los, ja. Ja, also das ist. Oh, da ist Ricarda. Ich sehe sie doch. Echt? Ah, gut, ich bin leider ein Frame weiter. Bei mir ist nur die Bahn mir Siehst vorm du nicht Gesicht. die Männchen? Siehst du nicht? Nee, leider nicht. Okay. Egal. Ja, das ist schon der erste Punkt, wo man erstmal einhaken kann. Ja, ich sehe nur Schlanke in der Werbung. Also, das hat sich ja schon so massiv geändert. Wir haben ja auch Werbung uns mal angeschaut und darauf reagiert. Also zum Beispiel jetzt diese ganze DAF-Werbung zum Beispiel ist mir da im Gedächtnis, wo halt irgendwie Ja. Frauen aller Formen so sind und Oder H&M. diese Energy Drink da, wo diese Yoga irgendwas Genau, Tante genau, da was genau. macht, ja. Genau, also es gibt tausend solche Werbungen und das schon seit Jahren, also wo auch Dicke dabei sind. Klar, die meisten Models sind immer noch dünn, aber das hat auch den einfachen Grund, dass, naja, man will ja auch möglichst attraktive Menschen dahinsetzen als Models, um die Produkte zu verkaufen, weil man sich dann halt selber als möglicher Käufer denkt, ah, so attraktiv könnte ich auch aussehen in diesem Kleidungsstück. Wobei ich dazugeben muss, also da hat die Modelbranche mal so in den 90ern und 2000 Jahren so eine Talfahrt gemacht oder so, dass da so richtige Magermodels auf den Laufsteg waren. Da kann ich Ja, mich noch gut dran erinnern. Also da sind die auch falsch abgebogen. auf jeden Da hat Fall, sich da war dann es auch der übertrieben. Durchschnittsmensch nicht mehr mit diesen Leuten identifiziert, weil es halt gruselig aussah. Ja. Ja. Aber jetzt muss man doch nicht gleich wieder ins andere Extrem umschlagen, sondern. Eben. Ach Gott. Ist die Hälfte der Menschen in Deutschland übergewichtig? Ist Eieieiei. das gut? Die Hälfte der Menschen ist in Deutschland übergewichtig und deswegen brauchen wir uns lustig machen über Dicke, damit diese Zahl verringert wird. Ich mag ja wieder diesen Globo-Homo-Arzt-Style. Ich hoffe, du bist jetzt auch im selben Frame, Nee, ich bin leider zu weit, aber ich habe genau gesehen, was du meinst. Ich ne? weiß genau, was du meinst. Dieses konturlos gemalte, das sieht so ein bisschen aus wie South Park-Figuren, nur Macht der mehr besser. Ja, sauspragmatisch? South Park hatte auch schon eine Globo-Homo-Arzt-Style. Nee, Und bei denen ach, ist das natürlich lustiger. das ist gerade übelst zynisch. Die haben ja so die Hälfte, die haben sie gerade vorgehoben, die sind zu dick, ja. Und dann haben Ja, die so ja. ausgeplast oder Ja, verblasst ja. die andere Hälfte, die nicht zu dick ist. Und da hast du so einen mit so einer Beinprothese. Ach so. Der ist nun deswegen nicht zu dick, sondern. Ja. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Also, das ist doch nichts Gutes, wenn die Hälfte zu dick ist. So, das ist doch kein schöner Zustand. Und genau deshalb braucht man das halt nicht normalisieren. Also indem wir halt noch viel mehr Dicken entgegenkommen. Klar, mobben sollte man Dicke jetzt nicht, so wie es hier gesagt wurde.
Ja. Aber ich finde, man sollte das auch nicht als Normalität hinstellen, dass es normalwertig zu sein. Ich halte das nicht für normal. Also ich stelle mir so eine Situation vor, ja, also ich finde es schön, dass du 160 Kilo wiegst, das ist doch Blödsinn, das sagt doch ja, kein Mensch. Nee, nee, nee. Du sagst doch auch nicht, ja, ich finde es schön, dass du 30 Kilo wiegst, du Hungerhaken. Also, ja. Absoluter Bullshit. Bei Jugendlichen ist es ungefähr jeder Fünfte. So viele Betroffene. Online finde ich jede Menge Vorurteile zum Thema Übergewicht. Abnehmen ist gleich weniger essen. Das ist das Geheimnis. Eine Gleichung mit null Variablen. Fast alle Fetten sind unbelehrbar. Wer Schoki essen will, soll sie sich auch verdienen. Mit einer ordentlichen Portion Sport und einem gemäßigten Essverhalten muss keiner dick sein. Ja, was sagst du dazu? Waren das jetzt heftige Mobbing-Sprüche? Da muss du hast das sehr schön eingeleitet, diese Frage. Nein, natürlich nicht. Also das waren völlig stinknormale Aussagen. Also wirklich, gerade die das Erste und das Letzte, das ging ja auch so, ich mach's ja mal. Ach, du machst zurück, okay. Ja. Ja, genau. Abnehmen ist gleich weniger essen, das ist das Geheimnis. Okay, was ist darin jetzt Mobbing? Eine gleich null Variablen. Gut, wegen mir könnte man sich da jetzt drüber unterhalten. Da kommen jetzt wahrscheinlich genau diese Dinge. Aber es gibt Leute, die haben schwere Knochen, haben wir früher als Kind gesagt. Die sind ja, aber auch halt dann nimmst du ab, wenn du ja, nicht eben. Isst. Also ja. es gibt diese Leute, also es gibt diese 0,1% Leute, die diese Drüsenschwäche oder was das auch immer ist, haben, die gefühlt ein Glas Wasser trinken können und dann übelst aufgehen. Okay. Aber das ist 0,1%. Das ist ja auch eine Abnormität, ja. Der normale Mensch, wenn er weniger isst als vorher, ja, bei gleicher Bewegung, dann muss er abnehmen. Das ist unvermeidlich. Auch die letzte Aussage hier, mit einer ordentlichen Portion Sport und im gemäßigten Essverhalten muss keiner dick sein. Ja, das ist absolut richtig. Also wie gesagt, wir lassen jetzt mal diese absoluten Sonderbeispiele außen vor, wie was du gesagt hast, diese Drüsengeschichte zum Beispiel. Aber für eine normale Person ist das richtig. Wenn du Sport machst und dich gemäßigt ist, dann wirst du auch nicht sonderlich dick. Klar, es gibt unterschiedliche Körpertypen. Ich nenne da immer wieder gerne, weil ich finde, das ist eine sehr gut aussehende Frau. Bärtiges Ekli, so eine Schlagersängerin, so eine Blonde. Die ist schlank. Also, aber du siehst, die hat halt einfach einen kurvigeren Körperbau. Sie ist schlank, aber kurvig. Weißt du, was ich meine? Ja, sie ist halt einfach ein bisschen breiter. Sie ist jetzt keine super schmale, zierliche Frau wie, was weiß ich, Heidi Klum oder so. Sie ist halt einfach ein bisschen breiter, aber sie sieht trotzdem gut aus. Ich würde bei dem letzten tatsächlich widersprechen wollen. Also Sport tatsächlich bringt relativ wenig. Also du musst halt wirklich dein Essverhalten anpassen. Ja, aber da steht ja, das gemäßigte Essverhalten. Das ist aber schlecht ausgedrückt, finde ich, weil du halt öfters denkst, jetzt habe ich hier schön viel Sport gemacht, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr essen, weißt du? Ja, und Das ist eigentlich Blödsinn. Du musst halt mehr Sport machen und dein Essverhalten, was du vorher hattest, gleich beibehalten. Ja. Dann nimmst du irgendwie ab. In kleinen Schritten, aber es funktioniert halt. Aber wenn du sagst, naja, jetzt habe ich mich mehr bewegt, jetzt esse ich eine Brezel mehr, naja, dann passiert nichts. So, und jetzt werden unsere Kinder aufgeklärt, was an diesen stinknormalen Aussagen schlecht ist. Und warum sie diese Aussagen, die Kinder, nicht weiter tätigen sollen. Ich will bloß noch sagen, der eine Satz hier, fast alle Fetten sind unbelehrbar, das ist jetzt von den Vieren für meine Begriffe der härteste. Ja, auf jeden Fall. Aber halt auch der nicht mobbendste, weil das zielt ja auf niemanden. Fast alle Fetten. Es ist nicht, ja, eben. Du frisst erstmal mal lieber die Hälfte. Mhm. Sondern, erstmal ist dieses Fass drin und also das schwächt es für mich schon sehr ab. Naja, gut, mit dem unbelehrbar steht da, ja. Ja. Okay, ich kann es ein bisschen schlechter ist halt nicht, lesen. Es ist halt nicht persönlich, ne? Es ist halt nicht, du Fettschwein bist unbelehrbar wie alle anderen oder so, weißt du? Ne? Es ist halt so allgemein gehalten. Ne? Ja, okay, sorry. Ich dachte, ich mache jetzt mal einen richtigen Mobbing-Spruch. Okay, also manche Leute behaupten, dass Menschen mit Übergewicht einfach weniger essen und sich mehr bewegen sollten. Aber so einfach kann es ja nicht sein. Ich treffe Anastasia. Sie nimmt am Projekt Starke Kinder teil, um vom Übergewicht runterzukommen. Hallo Anastasia. Hallo Jana. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Geht's dir gut? Ja. Was macht ihr denn eigentlich genau in dem Projekt? Wir reden über Ernährung, sehr viel.
und was richtig Ernährung ist und was falsche Ernährung ist. Wir haben bis jetzt sehr viel gekocht und wir wiegen uns jeden Monat. Außerdem hatten wir das ganze Jahr Tanzen über jeden Freitag. Und darf ich euch heute mal so ein bisschen über die Schulter gucken? Ja, na klar. Sehr schön. Dann rein da, oder? Ja. Drin in der Küche herrscht bereits Schnibbelalarm. Los geht's, oder? Los geht's. Wir sind Team Rosenkohl. Team Rosenkohl. Team Rosenkohl. So, das ist doch super. Ich finde es übrigens richtig, richtig cool, dass ich euch heute begleiten darf, weil ich finde, es ist ein ganz schön persönliches Thema, auch darüber zu sprechen. Ne? Also, dass man, ihr seid ja alle hier, um abzunehmen. Ne? Warum ist euch das denn so wichtig? Ganz kurz auf Zombie-Party. Was hältst Ganz kurz auf Topic Arti. Was hältst du von Rosenkohl? Und hältst du es für eine gute Idee, das als Gericht vorzuschlagen, um Kinder von gesundem Essen zu überzeugen? Ja, jetzt kommen hier, jetzt der Graben in der Gesellschaft wird sich verbreitern. Ich liebe Rosenkohl. Ach so, okay. Ich finde es auch nicht so verkehrt, aber ich weiß, dass es viele, gerade Kinder, richtig hassen. Und ich habe das auch als Kind derbe gehasst. Also, Rosenkohl? Ja. Rosenkohl, ja, auf jeden Fall. Nicht also, so Weißkraut und sowas? Und nee, Weißkraut habe ich schon immer gemocht. Das fand ich immer cool. Schon immer. Aber hättest du mir Rosenkohl als dickes Kind vorgesetzt, da wäre ich halt genau in meinem Mindset geblieben, oh, gesundes Essen schmeckt nicht, das ist irgendwie eklig. Also so dieses typische, ich hasse Spinat-Ding. Aha. Also ich finde, wenn der richtig schön, also wenn der nicht al dente ist, aber halt auch nicht breiig, sondern halt dazwischen, also normal und gut gewürzt, dann schmeckt der halt richtig cool, aber naja, gut, jeder schmeckt es halt anders, ne? Jo. Also ich könnte mich reinlegen. Damit wir einen gesünderen Lebenslauf führen können. Mein Kardiologe hat gesagt, ich sollte abnehmen, ansonsten ja, kann man mein Herz nicht mehr so gut sehen. Und deswegen habe ich dann entschlossen, ich mache dieses Projekt mit. Übergewicht birgt verschiedene gesundheitliche Risiken. Beim Übergewicht speichert der Körper überschüssige Kalorien in Form von Fett im Körper. Das Problem daran, das Fett lagert sich auch an und in Blutgefäßen ab. Dadurch können sie später im Leben eher verstopfen. Bei Blutgefäßen, die unser Hirn oder Herz versorgen, kann das lebensgefährlich werden. Durch das hohe Gewicht nutzen sich auch Knochen und Gelenke schneller ab. Das kann sehr schmerzhaft sein. Sport und Bewegung werden immer schwieriger und damit auch die Möglichkeit, durch Bewegung wieder Gewicht abzunehmen. Teufelskreis. Manche bekommen auch Diabetes, die sogenannte Zuckerkrankheit. Die kann langfristig verschiedene Organe wie die Augen, das Herz und die Nieren schädigen. Also ich bin ja jetzt überrascht, dass die das alles so aufzählen. Also ja, muss ich auch sagen. Deswegen habe ich jetzt hier gar nicht reingekrätscht oder so. Mega geil, dass sie das so aufbereitet haben. Und ich finde auch gut und verständlich erklärt für Kinder hier. Mhm. Also gerade jetzt das schöne Schaubild mit den Adern da. Ja. Mit den Adern, genau, wo es so fett war und das gar nicht mehr alles richtig durchgeflossen ist. Wirklich gut. Und auch richtig, dass die hier die sagen lassen, dass der halt der Kardiologe ihr dazu geraten hat, abzunehmen, weil sie wirklich gesundheitliche Probleme kriegt mit dem Herzen durch ihr Gewicht. Also ich bin positiv überrascht. Weil du stirbst, Magda, du stirbst. Falls du das noch kennst. Nee. Eine der uralten Kaspercast. Ach so. Ja. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob die in den nächsten 6 Minuten das versuchen, irgendwie zu dekonstruieren. Und das ahne ich fast, ja, mal sehen. Körperlichen Folgen haben gerade übergewichtige Kinder und Jugendliche auch manchmal mit psychischen Problemen zu kämpfen, weil sie häufig leider auch Mobbing ausgesetzt sind. Was musstest du dir anhören? Du bist ein fettes Schwein, geh weg. Die haben mich ausgelacht. Krass, aber das ist ja super verletzend. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe mich einfach zurückgezogen, weil ich war einfach in der 2. Klasse. Ich wusste noch nicht, wie man mit Mobbing umgehen soll. Ich habe auch sehr viel geweint deswegen. Krass. Ja. Viele hier haben... Wie die halt immer sowas sagen müssen, wie krass. Interessant. Boah, ist das krass. Ich bin so mitgenommen. Ja. Ich fand es halt sehr bezeichnend, dass das Mädel gesagt hat, also dass die härtere Beleidigung rausgesucht hat oder rausgekramt hat, als diese 4 Tweets da, ne? Ja, ja. Das ist ein fettes Schwein, ja. Das ist halt so, wie die Leute wirklich reden, ja. Und nicht irgendwie. Na, auf jeden Fall. Ne. Aber also jetzt mal unironisch, ich finde die halt sehr erwachsen. Also sie hat sich anscheinend ein dickes Fell wachsen lassen. Ja, ne? Wahrscheinlich. Das ist viel wert später. Also, ne? Ja, ich finde, man kann auch immer irgendwas Positives mitnehmen aus solchen Sachen. Ziemlich reif, ja, das stimmt. Und wer weiß, ich meine, vielleicht wird sie dann nochmal richtig dünn in der Pubertät oder so. Also so ging es mir zum Beispiel. Ich war ein bisschen dick als Kind, also jetzt nicht super fett, aber schon ein bisschen pummelig.
Und dann mit der Pubertät ging das weg. Aber gut, ich habe auch meine Ernährung dann umgestellt. Aber das war dann noch so der Schub, der mir da geholfen hat. Das ist ja das Gute, bevor du so ausgewachsen bist, also bis 25 kriegst du das auch hin, dass die Haut sozusagen sich wieder regeneriert, dass du dann nicht irgendwelche Hautlappen übrig hast, weißt du? Ja. Weil stimmt, das sieht ja immer ganz schrecklich aus, so bei Leuten, die dann 40 Kilo verlieren, dann hängt überall die Haut rum. Das ist halt auch nicht gesund. Ja. Haben Ähnliches erlebt. Auch Leonie, mit der ich später ins Gespräch komme, war oft echt verzweifelt. Weil ich in der Schule auch manchmal Sprüche bekommen habe, so, du brauchst ja jetzt nichts essen, du hast ja genug an dir dran, wo du erstmal dran gehen kannst zum Essen. Und hat sich das auch auf dein Essverhalten ausgewirkt? Ja, ich habe dann Frustessen gemacht, also bin dann nach Schule irgendwo hin und habe mir zum Beispiel was geholt. Das Projekt soll den Jugendlichen auch dabei helfen, selbstbewusster zu werden. Für Anastasia hat sich schon richtig viel verändert. Mein Selbstbewusstsein hat sich sehr viel gestärkt. Ich kann jetzt einfach in den Spiegel gehen und sagen, ja, ich sehe toll aus, so kann ich jetzt rausgehen. Mit Ja. Dann stellt sich mal die Frage, warum bist du denn dann dort, wenn du toll aussiehst? Also. Ja, ein bisschen schwierig. Also gut, auf der anderen Seite, man will jetzt. Ja, schwierig. Also man will auch einem Kind keine übelst harten Vorschriften machen, von wegen, du musst so und so schlank sein, weil das ist für Kinder einfach, finde ich, ein bisschen unangebracht, weißt du, weil ja das Thema Sexualität fehlt. Also, dass sie irgendwie sexuell sein müssen oder so. Aber bei sie ist schon in dem Bereich, würde ich schon noch sagen, einfach offensichtlich, wo sie eher im ungesunden Bereich ist. Und wenn sie jetzt sagt, ja, du siehst toll aus, nee, noch nicht ganz. Also du hast ein hübsches Gesicht, finde ich, absolut. Ja. Aber du könntest noch viel toller aussehen. Genau, die hat kluge Augen. Also vielleicht wäre das Mantra sinnvoller, du bist auf einem guten Weg oder sowas, ne? Ja, genau. Oder vor allem, du hast schon so viel erreicht. Sowas muss man sich auch mal sagen, finde ich. Dann geht der nächste Weg noch viel leichter. Ja. Ich habe schon so viel erreicht. Ich war mal noch viel dicker. Und jetzt schmeckt mir schon das gesunde Essen besser als vorher. Und ich mache immer öfter Sport und habe abgenommen. Dann wird es auch was. Oder auch das Mobbing ist weniger geworden. So. Kann ja auch sein, ne? Ich sehe schon, wir schreiben mal ein Buch. Im Abnehmen hat es allerdings noch nicht so gut geklappt. Und das ist in unserer heutigen Welt auch richtig schwer, erklärt mir Ernährungsexperte Christian Böhnisch, der das Projekt begleitet. Essen muss heute nicht mehr so lang und breit eingekauft werden, zubereitet werden, geschnitten werden, gemacht werden. Das ist alles relativ auf kurzem Weg im Supermarkt, im Imbissen nebenan, Kiosk, kriegst du alles, was du brauchst. Heute ist es also sehr leicht, schnell sehr viele Kalorien zu sich zu nehmen. Wie unser Körper damit umgeht, hängt auch davon ab, welche Gene wir vererbt haben. Fachleute sind sich einig, dass unsere Erbanlagen großen Einfluss darauf haben, ob wir schlank bleiben oder schnell Fettreserven anlegen. Das war für die Menschen jahrtausende lang ein Vorteil. Denn nur mit Reserven konnte man Hungerperioden überstehen. Der Kampf gegen die Kilos ist... Das halte ich jetzt irgendwie für Humbug. Wie siehst denn du das? Also klar, mit den Fett, mit den, da mit den Reserven... Ja, mit den Reserven jetzt schön und gut, aber ich würde halt sagen, bei jeder Person, egal was für einen Körpertyp du hast, du musst halt einfach weniger essen, als du verbrauchst. Also da ist der Körper ja eigentlich wie ein Motor. Naja, also es stimmt schon, was Sie sagen. Es gibt halt Leute, die können Essen besser verwerten als andere. Das heißt, die ziehen die Energie aus der Speise mehr raus und das wird dann halt in Fettpolster etc. abgelegt. Ja, das stimmt schon. Aber das ist ja kein Schicksal. Ne? Also das heißt doch nicht, dass du ich esse und ich werde fett, ich kann dem nicht entrinnen. Also das ist ja auch Blödsinn. Dann ist halt weniger. Und dann ist dein Körper ja einfach gezwungen, diese Fettpolster anzugehen, automatisch. Ja, das ist das Thema, ja. Ich habe da jetzt gerade nochmal so drüber nachgedacht. Also ich war ursprünglich jetzt echt so, dass ich sage, stimmt das, Arti? Also was du gerade gesagt hast, mit dem besser verwerten, aber wenn ich so überlege, ja klar, du hast sogar recht. Also da habe ich jetzt zu simpel gedacht, weil es gibt ja schon Leute, wo man sagt, die können essen und essen und bleiben irgendwie schlanker. Ah. Also ich kenne einen in der Familie, der hat Fürst Pückler-Eis 2,5 Liter gegessen und ist gartenschlank geblieben. Okay. Und der hat das jeden Tag gegessen. In der Pubertät. Das hat der kann es halt, ausgemacht. Genau. Und der Dicke darf das dann halt nicht. Der muss sich dann leider nun mal mäßigen. Ja. Kilos ist ja auch ganz schön anstrengend, ne? Also warum ist es so schwer, auch abzunehmen? Nun macht es das nicht einfacher, dass viele Lebensmittel gerade viel Zucker und viel Fett haben. Also genau die Stoffe, auf die unser Steinzeithirn total abfährt und unterbewusst Appetit darauf erzeugt. Sich dagegen zu wehren, ist sehr schwer, sagt Christian.
Das ist ein ständiger Kampf. Man muss es in vielen kleinen Schritten machen. Trinke ich viel, esse ich ausreichend, esse ich gute Sachen, lasse ich die schlechten weg. Und viele übergewichtige Menschen werden ja auch gemobbt aufgrund ihres Gewichts. Warum ist das gefährlich? Die Leute ziehen sich dann mehr zurück, ne? Die machen noch weniger, haben Angst, schämen sich oder fressen dann den Frust rein und machen dann erst recht gar nichts. Mir wird nochmal ganz klar, hier hatte sich niemand ausgesucht, übergewichtig zu sein. Dass die Was ist denn das jetzt für eine Konklusion von dem, was er erzählt hat? Verstehe ja, ich überhaupt nicht. Das ist einfach wahrscheinlich komisch geschnitten. Ja. Ich kriege übrigens gerade übelst Hunger, wenn ich hier diese scheiß Kartoffeln sehe. Ja, die machen übrigens sehr dick, ne? Also Kartoffeln ist schon nicht gut. Wirklich? Kartoffeln? Ja. Also wenn man die übelst frittiert wegen mir, aber... Also, also jetzt sind es ja hier schön in Öl gewetzte Bratkartoffeln. Ja. Okay. Oder Ofenkartoffeln, ja. Hatte ich ja, also so wie ich es verstanden habe, sind Kartoffeln Stärke und Stärke zersetzt sich dann halt zu Zucker und ja, Zucker ist Kacke. Ne? Okay, interessant. Wenn jetzt keine schlechten Erfahrungen so sehr an sich arbeiten, verdient großen Respekt. Genau wie die Leistung von Team Rosenkohl. Boah, das sieht gut aus. Das riecht richtig gut. Ne? Yeah. Mal schauen, ob es auch schmeckt. Kleine Portionen auftun und sich Zeit nehmen fürs Essen. Auch das lernen die Jugendlichen im Projekt. Oh, das stimmt, das ist gut. Sehr, sehr lecker. Vor allem die Pastinake. Was würdest du den Menschen gerne mal sagen, die immer wieder behaupten, Menschen mit Übergewicht, die haben wahrscheinlich einfach gar keinen starken Willen, um abzunehmen? Dass sie das selber ausprobieren sollen und versuchen, in der Haupt... Ich hab's ausprobiert, deswegen bin ich dünn. ...übergewichtigen Menschen zu stecken. Und wieso? Ich war dort, war scheiße, damit ja. Damit sie vielleicht mal kapieren, dass man einfach nicht Leute runtermacht, ja, nur weil die übergewichtig sind. Mich hätte jetzt ja mal bei ihr interessiert, wie ist sie denn so geworden? Also sie war ja mal ein normales Kind irgendwann. Ja. Also was ist schiefgelaufen? Ja. Haben die Eltern sie gemästet oder die Oma immer Süßigkeiten zugesteckt? Das muss ja irgendeinen Grund haben, ne? Ich vermute mal sowas, ja. Ah gut, das kannst du ja halt auch ein Kind nicht fragen, weil das selber wird es ja nicht wissen. Also es kann sich ja nicht an die früheste Kindheit erinnern. Müssen wir halt die Eltern so fragen. Das ist ja ein längerer Prozess, ne? Du isst ja nicht einmal Süßigkeiten und dann bist du blockt. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach ein Prozess, der schon ganz früh angelegt wird, irgendwie in den ersten Lebensjahren, also bevor du so richtig Erinnerungen entwickelst. Oder, also, ich könnte jetzt nicht von meinem Essverhalten im Kindergartenalter berichten. Und das hätte ich auch in dem Alter nicht können. Das meine ich. Hättest du meine Eltern fragen müssen, was die mir so gegeben haben. Also ich würde sagen, Teil waren die Großeltern, die gesagt haben, hier, ja, isst doch, du hast doch lange Seiten. Und dann gab es halt noch den Nachtisch so feuerfrei. Ja. Also das hat dann schon mit reingespielt. Und dann gab es eine Stunde Mittagsruhe und dann gab es das Kaffee trinken. Also ja. Da ging das nahtlos weiter. Also da wurde man verwöhnt, ja. Also da würde ich schon sagen, jetzt auch bei ihr schlussendlich sind die Eltern und Großeltern da wahrscheinlich in der Pflicht gewesen. Das schon. Ja. Und ich meine halt nur, sie müsste man fragen, die Eltern und Großeltern. Ja, okay, das stimmt. Ja. Viel besser finde ich die Idee, gemeinsam was zu unternehmen. Das hilft garantiert besser gegen Übergewicht als Mobbing. Zu dem Thema habe ich jetzt noch einen echten Stargast. Armin, besser bekannt als Fußballstar Arminio auf TikTok, Instagram und YouTube. Da ist das einfach verrückt, einfach nicht scheiße. Über 2 Millionen Follower liken und kommentieren seine Skills auf dem Fußballplatz. Wegen einer Krankheit konnte Armin nur mit Hilfe einer Operation abnehmen. Bis vor einigen Monaten wog er noch 225 Kilo. Inzwischen hat er rund 70 Kilo abgenommen. Seine Mission: laut sein gegen Hate und Mobbing. Hallo Armin, schön dich zu sehen. Schönen Tag, hallo. Also er ist jetzt dieser 0,1% Fall, ne, anscheinend. Er ist jetzt genau dieser Fall, ja, der wegen einer Krankheit halt nicht wirklich abnehmen kann, ja. Und ich wette, bei ihm haben sie den Magen da verkleinert, sodass er dann nach so einem Brötchen gefühlt schon satt ist. Genau. Und ja, also es ist interessant, dass das so funktionieren kann. Das Problem ist halt, du nimmst halt total fix ab. Und dann hast du halt diese Hautlappen hängen, das ist... Ich durfte das mal bei einer Kollegin erleben, die hat dann immer lange Kleidung getragen, weil wenn die mal kurzärmlich rumgelaufen ist, dann hast du halt beim Oberarm überall die Hautlappen darunter hängen sehen. Eieiei, am Arm selbst schon. Ja, die hat halt so richtige fette Arme gehabt halt, ne? Ja, dort beim Bauch wird das auch gewesen sein, klar. Okay. Ja, nee, ich meine nur, wenn man das... Ich meine, die war glücklich und so, aber das war halt so die Kehrseite, ne? Wenn man das schon an den Armen sieht, also wie muss es dann erst an anderen Stellen aussehen? Huiuiui.
Ich meine, du kannst verliert man ja noch viel mehr Fett. Du kannst es halt wegschnippeln lassen, aber dann hast du die OP-Narben. Das ist, na klar. Das ist halt schwierig. Ja. Na gut. Ich habe Videos von dir gesehen auf deinem Kanal und muss sagen, ich möchte nicht im Tor stehen, wenn du einen Schuss abfeuerst. Wie oft wirst du beim Fußball unterschätzt? Eigentlich, soweit ich mich zurück erinnern kann, mein ganzes Leben lang schon. Und ich habe prinzipiell über mich lustig gemacht, ich wurde halt immer unterschätzt. Ich wurde extrem provoziert, aber halt, wenn ich reinkam, schon dumme Sprüche bekommen. Ja, zwecks, geh dir doch einen Döner essen oder geh einen Hamburger essen oder hör doch lieber einfach auf. War eigentlich alles dabei. Boah, und das als Kind zu hören, das ist ganz schön heftig. Ja, das ist schon nicht ohne, ja. Du bekommst ja auch ganz schön viele Hasskommentare, ne? Ich möchte sie gar nicht laut wiederholen, weil die einfach so gemein sind. Wenn man jetzt vielleicht wirklich zusammenzählt, seit ich meine Kanäle erstellt habe, reden wir bestimmt von 500.000, 600.000 Hasskommentaren. Hätte ich sowas. Hasskommentare. Jetzt, es würde mich halt wirklich mal interessieren, kann dieser Mann ein Fußballspiel durchstehen? Das ist nämlich die Frage. Also wir haben hier so kurze Clips gesehen, wo er auf so ein Tor schießt. Ja, schön und gut. Und da kann vielleicht auch toll dribbeln. Aber ja, wirklich, Fußballspiel ist auch für einen gesunden Mann, ich finde, das ist extrem fordernd, einfach von der Ausdauer her, Fußball. Also ich finde das völlig krass, wie da die Profis irgendwie 90 Minuten oder da rumrennen können. Ja, und das würde ich ganz ehrlich, ich würde das bei ihm bezweifeln. Ja, natürlich würde ich auch. Deswegen, jetzt wird das hier wieder so verzerrt. Ja, das wird jetzt so ein bisschen wieder verwässert, von wegen, ja, man kann auch sportlich sein, wenn man dick ist und also nee. Ausnahmen, also irgendwie nicht so ganz, würde ich meinen, also auf Instagram ist halt am Ende auch nur viel Schein und auf TikTok, und den da jetzt hier so für die Kinder vorzuzehren, naja, macht euch nichts draus, wenn ihr dick seid, ihr könnt auch sportlich sein, weiß nicht. Und Hass ist aber, ja immer gute Publicity trotz allem. Ne? Ja, also. Ja, also dass man jetzt Dicke nicht so übelst hart mobben sollte, also im Sinne von du Fettschwein, das finde ich richtig, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, wirklich, wenn man, weiß nicht, wenn man einem Dicken sagt, du bist dick, muss halt auf eine, naja, auf eine irgendwo zivilisierte, angenehme Art sein. Also es darf jetzt kein dummer Spruch sein, aber naja. Ich würde das immer so als Prozess sozusagen versuchen, also wenn der Dicke noch dicker wird, ja, dann würde ich sagen, hier, was ist denn los mit dir? Ja? Stimmt. Wenn er aber in die andere Richtung geht, ja, dann würde ich ihm doch nicht Steine in den Weg legen. Also, nee, auf jeden ganz, Fall. Auf jeden Fall. Sollte sich doch eigentlich verbieten. Ne? Ja. Na gut, was sagt er noch hier? Wahrscheinlich dann auch Leuten, die an dem Moment vielleicht gerade sogar auf der Couch sitzen und du bist gerade auf dem Fußballplatz, ist schon extrem verletzend. Die Leute wussten eigentlich gar nicht, was für eine Disziplin, was für eine Arbeit dahinter steckt. Was möchtest du denn eigentlich für eine Botschaft mit deinem Kanal vermitteln? Also meine Botschaft, mein Nummer eins spezifisch ist, Football is for everyone. Fußball ist einfach für jeden. Aber die Leute sehen natürlich erstmal das Äußerliche. Fußball ist natürlich ein extremer Leistungssport. Aber privat auf dem Fußballplatz in der Schule soll man einfach zusammenhalten. Jeder soll das machen, was er liebt und soll darin aufblühen. Das finde ich einen richtig, richtig schönen Gedanken. Vielen lieben Dank. Richtig beeindruckend, wie cool Armin einfach mit so viel Hate umgeht, oder? Und trotzdem sollten natürlich weder er noch andere sich solche blöden Sprüche anhören müssen. Das ganze Gespräch mit Armin findet ihr übrigens auf unserer Seite in der ARD-Mediathek. Tschüss und bis nächste Woche. Ja, die blöden Sprüche, ne? Ja, aber das weniger essen ist gleich abnehmen. Ja, das waren die richtig kranken das war harte Sprüche. Ja. Also, wie fandst du es jetzt für Kinder? Also, ach, ich fand es jetzt am Ende insgesamt doch viel besser, als ich erwartet habe. Also erstmal gut fand ich, dass das Thema Gesundheit wirklich ganz klar angesprochen wurde. Da wurde hier gar nicht drum herum geredet. Am Ende, das hat es noch ein bisschen verwässert, aber wie gesagt, es ist halt für Kinder. Vielleicht macht man da will man noch so ein bisschen sanfter mit denen sein, weißt du? Ich meine, Kinder haben ja auch noch viel vor sich. Die können sich ja auch noch viel verändern. Dass man vielleicht ist, und wenn man dann vielleicht so einen dicken Typen sieht, der sportlich ist, vielleicht ist es dann sogar mal für ein dickes Kind ein Anreiz, sich sportlich zu betätigen. Also wenn es das vorher nicht macht und dann dünn zu werden. Also ich fand es jetzt tatsächlich besser, als ich erwartet hätte. Ich hätte ehrlich gesagt den letzten hier, den Fußballer in Anführungsstrichen, hätte ich weggelassen. Ich fand das richtig gut, da mit dieser mit diesem Kochclub, sage ich jetzt mal. Ja, fand ich auch gut. Das war schön, weil das ist nahbar gewesen. Auch wenn man jetzt dick ist, da kann man sagen, ja, vielleicht gibt es das auch in meiner Klasse, oder in meiner Klasse, in meiner Stadt. Ne? Oder ich mach's halt mal selber. Ich koche jetzt mit den Eltern und mit Freunden zusammen und mach das mal von der Pike auf, so ein Gericht, und das mit der Zeit beim Essen. Ja, das ist jetzt am Ende mit dem Typen, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen kontraproduktiv. Aber ja, verstehe ich.
alles im Allen, ja, war gut. Bist jetzt, ja. Ja, gut. War gut, Punkt. Lass mal es einfach so. Hat man auch mal selten, hat man auch mal selten. Ja. Weiter so. Müssen wir auch mal loben, ne? Ja. Okay. Ja, falls ihr da Kritikpunkte habt und das anders seht, oder sagt, ja, war, ist eine gute Produktion gewesen, dann lasst es uns wissen und haut rein. Tschüss.